Experten sind sich einig, ein weltweiter Temperaturanstieg um durchschnittlich 2 Grad würde das Leben auf der Erde bedrohen, hätte kaum Abschätz und nicht mehr umkehrbare Folgen. Wenn wir deutlich reduzieren, dann verlangsamt sich der Klimawandel, dann kann er sich bei 2 Grad etwas stabilisieren. Wenn wir das nicht tun, dann wird es weiter steigen, die Temperatur, und mit der Temperatur auch die Extremereignisse Richtung Hitzewelle, Dürre, aber auch Überschwemmungen. Sanierungen können hier einen immensen Beitrag leisten, da sie den Energieverbrauch von Gebäuden drastisch senken. Einer der größten Energiefresser der Nation sind über 30 Jahre alte gewerbliche und private Häuser, die noch nie saniert wurden. Nun, wir verbrauchen derzeit in Europa etwa 40% der gesamten Energie für den Komfort in Gebäuden. Diesen Energieverbrauch kann ich nach dem Stand der Technik um etwa 90% verringern. Gebäude und hier vor allem Sanierungen sind ein ganz wichtiger Sektor, um die Klimaziele, nämlich die Treibhausgase bis 2050 auf mindestens 80% zu reduzieren, überhaupt erreichen zu können. Und dafür brauchen wir äußerst wirksame Maßnahmen. Diese zeigen wir im Gebäudebereich mit den Mustersanierungen auf. Eine Sanierung, die eine hohe Anforderung an die technisch-energetische Qualität stellt, kann nicht nur einen relevanten Beitrag für die Umwelt leisten. Sanierungen helfen, die Energiekosten deutlich zu senken, steigern den Wert einer Immobilie, sind ein Imageträger und verbessern natürlich auch sofort den Komfort im Gebäude. Bezüglich der Energiekosten ist die Hotellerie im Dienstleistungssektor an der Spitze mit dabei. In Zukunft können diese Kosten schnell und empfindlich steigen. Etwa durch ständig wachsende Ansprüche der Gäste, Betriebsvergrößerungen ohne Energiekonzept oder langfristig steigende Energiepreise. In Stuben am Arlberg, nur 2 Gehminuten vom Skilift, liegt das Hotel Mondschein von Markus Kegerle. Die Grundmauern dieses Hotels existieren schon seit 1739. 1973 wurde das Hotel errichtet. Jetzt wurde die Grundfläche erweitert und das Haus einer thermischen Sanierung unterzogen. Wir haben das Hotel grundsätzlich thermisch saniert, sprich Fenster, Wände, Dach. 30% der Energie geht über das Dach verloren. Deswegen haben wir das Dach auch mitgemacht. Bei dem Projekt gab es mehrere Herausforderungen zu bewältigen. Zum einen war es die Lage an sich. Das Hotel liegt auf 1400 Höhenmetern im Dorfkern und musste dem Ortsbild entsprechen. Zusätzlich gab es auch nur 7 Monate Zeit für den gesamten Umbau. In dieser Zeit ist ein völlig neues Gebäude entstanden und der Aufwand hat sich für den Hotelier gelohnt. Wir waren vorher ein 3-Sterne-Hotel. Nach dem Umbau sind wir ein 4-Sterne-Hotel geworden. Das ist mal das markanteste Merkmal. Wir hatten früher sehr viele Rohrbrüche, Wasserbrüche, wir hatten viele Reklamationen, es zieht und so weiter. Und das ist eigentlich alles weggefallen. Das Hotel profitiert seitdem auch von einem deutlichen Imagegewinn, da immer mehr Gäste sensibel für umweltbewusste Betriebe sind. Zusätzlich wurden natürlich auch die Energiekosten deutlich gesenkt. Es ist eine ganz klare Kostenabschätzung notwendig. Speziell ein altes Haus wie unseres. Wir hatten eine reine Ölheizung. Die Ölpreise steigen jährlich. Eigentlich die ganzen Energiekosten steigen jährlich. Und wenn man es auf 10, 15, 20 Jahre mal ausrechnet, kommt man sehr schnell drauf. Es rechnet sich. Mehr als 50 Mustersanierungen von Hotels über Bürohäusern bis hin zu Kindergärten und Schulen zeigen, dass die Standards von morgen bereits heute schon möglich sind. 5 dieser Projekte sind sogar zu Plus-Energiehäusern geworden, das heißt zum Haus als Kraftwerk. Im Familiengasthof Meier hat sich seit dem Bau einer Autobahn einiges verändert. Der Umsatz ist quasi über Nacht um 50% eingebrochen und hat sich seitdem nie wieder richtig erholt. Das Personal musste reduziert werden und so ist der Gasthof heute ein kleiner Familienbetrieb, wo Gerhard Meier oft selbst in der Küche steht, während seine Frau die Gäste bewirtet. Und trotzdem war das für uns nie ein Grund zum Aufgeben und alles hinschmeißen. Auch wenn viele sagen, im Auto und da ist nichts zu machen oder das und das, geht einfach nicht. Das war eigentlich für mich immer die Herausforderung, für mich und meine Familie. Das Gästehaus Stöckl hat sich dann angeboten zu sanieren und wir wollten was Besonderes daraus machen. Und meine Frau und ich sind schon immer von einem Seminar zum anderen gefahren und haben uns halt verschiedene Sachen angehört. Und einmal waren wir dann bei so einem vom Klimafonds, so ein Seminar in Graz, und da haben wir uns den Vortrag angehört und da haben wir uns gesagt, das wäre das Richtige für uns. Da können wir wirklich
ordentlich sanieren, das Beste rausholen und wir kriegen auch eine dementsprechende Förderung. Die energetischen Maßnahmen, die umgesetzt wurden, waren eine 24 cm dicke Außendämmung sowie eine Dach- und Kellerdämmung, die das Haus gewissermaßen luftdicht einschließen. Zusätzlich wurden Fenster auf Passivhausniveau eingebaut und eine Thermosolar- und Photovoltaikanlage installiert, mit denen über das ganze Jahr hinweg ein Stromüberschuss produziert wird. Eine Investition, die sich für den Gastwirt trotz schwieriger Zeiten gelohnt hat. Wir haben früher auf den Quadratmeter ca. 174 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter gebraucht und wir brauchen jetzt 18 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter. Das Gästehaus Meier bietet seinen Besuchern 6 neue Wohneinheiten mit 12 Betten und einem einzigartigen Komfort. Für Gerhard Meier ist Sanieren aber nicht nur eine ideelle oder ökologische Frage, sondern mittlerweile auch ein wenig mehr. Also Sanieren ist wirklich mein Hobby oder würde noch mehr mein Hobby sein, wenn ich mir das besser leisten könnte, weil bei so einem Ort, so einem wunderschönen Ort wie in Mautern, es sind so viele Gebäude, was anstehen würden, was energetisch saniert werden müssten, also was wirklich notwendig war und was da schon für ein Einsparungspotenzial da ist, das ist unvorstellbar in Wahrheit. Ja. Und der Vorteil wäre, wir bräuchten keine neuen Gründe verbauen, wir brauchen nichts Neues hinausstellen, also das wäre halt wirklich der Riesenvorteil. Ich glaube, gerade die Bedürfnisse unserer Kunden und Gäste sind ja ganz anders als in früheren Zeiten. Und der Gast erwartet sich ja heute von einem Tourismusbetrieb, gerade in wunderschönen Naturerlebnisgegenden, wie wir sie in Österreich haben, dass wir was dafür tun und dass wir es auch vorzeigen. Und hier zeigen wir mit unseren Mustersanierungen, die aus einem intelligenten Mix aus erneuerbaren Energien, einer umfassenden thermisch-energetischen Sanierung und Energieeffizienzmaßnahmen bestehen, dass man sowohl den Energieverbrauch, die CO2-Emissionen als auch sogar die Betriebskosten bis 90% reduzieren kann. Es gibt sicher viele Bauherren, die gerne sanieren würden, sich aber nicht so recht trauen. Was ist Ihre Botschaft an diese Menschen? Meine Botschaft hier ist, dass ich ein gutes Vorbild bin. Ich werde selbst in diesem Jahr unser Haus in Alpbach sanieren, auch thermisch sanieren, weil es einfach notwendig ist. Zum einen wird das Wohlbefinden gesteigert und auch, und das ist, glaube ich, ganz besonders wichtig, dass wir die Energiekosten senken mit der Sanierung und damit auch einen ganz beträchtlichen Beitrag zur Reduktion der Treibhausgasemissionen erbringen. Es gibt im Grunde einen wesentlichen Grundsatz. Das ist der, wenn ich irgendetwas erneuere an meinem Gebäude, dann sollte ich das jeweils nach dem bestverfügbaren Stand der technischen Entwicklung und der verfügbaren Komponenten machen, auch wenn das dann möglicherweise von der Investition her ein bisschen teurer ist. Das ist nämlich so, wenn Sie das jetzt nicht machen, dauert es, wenn man ordentlich saniert, wieder 40 oder 50 Jahre, hoffentlich, bis dasselbe Bauteil das nächste Mal dran ist. Ja, und zwischendrin macht man bestimmt nichts. In den nächsten 40 bis 50 Jahren, da passiert allerdings sehr viel, was unsere Energielandschaft angeht. Das kann man sich jetzt schon im Grunde ausdenken. Und man wird sich wirklich ärgern, also wenn man da nicht jetzt das Richtige gemacht hat, von Anfang an. Für weitere Fragen zum Thema stehen Ihnen die Expertinnen und Experten des Klima- und Energiefonds jederzeit zur Verfügung. Informieren Sie sich auch im Internet unter www.mustersanierung.at. Handeln Sie heute. Die nachfolgenden Generationen brauchen Ihren Einsatz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Unser Ziel ist eine Sanierungsquote von 3% und ich denke, dass wir gut daran tun, dass wir uns diesen Mindeststandard setzen, dieses Mindestziel setzen und ich bin überzeugt davon, dass wir das mit den Mitteln, die vorgesehen sind, erreichen können.